Wir sind wieder zurück hier im regnerischen Terraria hier in den Zombielanden, wo komischerweise dauernd diese komischen Goldfische hier rumrennen. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist, aber hey, was soll's, sind ja durchaus niedliche, possierliche Viecher, von daher jedenfalls hier. So, komm jetzt, ich habe noch einen Stern hergestellt, den wollte ich erstmal knabbern. Jo, haben wir. Gut, dann geht's auch gleich mal weiter. Wir wollen in dieser Folge ein bisschen mehr den Campus hier ausbauen. Ich sage absichtlich Campus, weil es wird ein Campus werden. Für unsere Uni-Studenten und die, die noch da kommen werden irgendwann, wie ich fürchte oder auch hoffe. Wer weiß. So, das müsste ich eigentlich auch alles abreißen. Ja, die schönen Sonnenblumen. Ach man, schade drum. Aber was soll's. Ach, Moment. Nee. So nicht. Machen wir nochmal anders, weil hier unten wollte ich auch noch so einen Boden haben. Damit wir da nicht Gefahr laufen, irgendwo reinzuplumpsen, weißt du? Weil hier soll jetzt dicht sein und, weißt du, weil und wegen, weil das so ist. So, jetzt gibt's hier Spitzhacke. Geht ja alles ein bisschen schneller jetzt. Glücklicherweise. Hier oben ist auch noch ein bisschen. Brauchen wir auch alles nicht mehr. Obwohl, das brauchen wir auch nicht mehr. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Das geht ja glücklicherweise alles jetzt mittlerweile flott, flott, flott. Ja, ich glaube schon, dass das schon ganz nett wird hier mit unseren Gebäuden. Ich weiß noch nicht genau, welche Voraussetzungen verschiedene NPCs hier brauchen, um hier wirklich bei uns einziehen zu wollen. Einige haben scheinbar aber tatsächlich sehr niedrige Voraussetzungen dafür, wie zum Beispiel Josef. Ich glaube, den reicht ein Tisch und ein Stuhl und dann hat sich das. Er braucht noch nicht mal Licht. Geschweige denn Bett. Ach ja, habe ich auch noch gemacht. Ich habe unserer Krankenschwester, habe ich ein bisschen was hingestellt. Nämlich eine Kommode und so ein paar Gläser hier noch. Oh, ist ja zu. Und hier kann man sich komischerweise umziehen. Glaube ich. Also, war mir jedenfalls. Also ich, oder? Oder auch nicht. Wahrscheinlich kann man da irgendwas reinstopfen. Da kann man irgendwas reinstopfen. Ja, ja. Alles klar. Gut. Das war auch das Einzige, was ich zwischen den Folgen gemacht habe, glaube ich. Ja, hier habe ich, glaube ich, noch eine Zwischenwand drin gesetzt. Aber ich weiß nicht, ob es auch zwischen den Folgen oder eine Aufnahme war. Ich kriege das nicht mehr zusammen. So, komm, jetzt machen wir hier mal weiter. Was passiert denn, wenn wir hier den Boden einfach hier unten drunter wegbuddeln? Wir sammeln trotzdem Sonnenblumen ein. Das ist doch schön. Das ist in Ordnung. Das finde ich mächtig toll. So. Und wieder alles zu. Hier buddeln wir mal ein bisschen weiter auf. Und da kommt schon die nächste Höhle. Was mich wundert ist, dass wenn es regnet, kein Zombie hier rauskommt. Ist ja fast wie im richtigen Leben. Da ist auch kaum einer auf der Straße. Ne? Außer vielleicht hier und da mal ein Goldfisch. Aber hm. Mir soll es recht sein. Ein Zuschauer hat sich Mods gewünscht. Ja, ich weiß noch nicht, welche Mods. Da muss ich mich erstmal noch genauer ein bisschen erkundigen, was für coole Mods hier für verfügbar sind. Aber auch nur, wenn ich das Let's Play wirklich weiterführe hier von Terraria. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich glaube, ich werde auf kurz oder lang wohl nicht so ganz so damit klarkommen. Mir fehlt so ein bisschen hier die Hilfestellung bezüglich Rezepte und von dem tollen Wyatt, der uns ja eigentlich Tipps geben sollte. Aber der sagt ja immer nur, nachts sollte man besser nicht alleine draußen sein. Das ist sehr gefährlich. Ja, gut, das kann man sich auch denken. Naja, komm, egal. Hier, dieser Fliegenfisch, der hat mich auch schon zweimal angegriffen gerade. Oder drei von denen. Ich habe den natürlich ganz klar niedergerungen. So, komm, jetzt wollen wir erstmal da oben ein paar Bäume fällen. Und ein paar Sonnenblumen schon mal entfernen. Ja, ich weiß gar nicht. Die Tür kann jetzt eigentlich offen bleiben. Aua. So. Ja, Mensch, man braucht ganz schön viel eigentlich von den Steinen. Aber wir haben ja auch noch ein paar. So ein paar Stück haben wir noch. Da machen wir doch gar keine Sorgen.
schon so mal alles da. Rückwand müssen wir auch noch gleich noch entfernen. Das wird auch ein Traum. Das dauert leider ein bisschen länger. Trotz des mittlerweile geupgradeten Hammers. Aber hey, ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja genug Zeit. Und ich lasse mich auch hier nicht hetzen. Denn auch hier möchte ich schön wohnen, schön bauen. Und vor allem auch sicher und schön und auch sicher wohnen und sicher bauen. So, so, alles klar. So, jetzt Rückwand. Rückwand haben wir auf 5. Achso, Moment. Erstmal den Baum hier umnieten. Du alter Baum. Alte Eiche. So, hier so. Ach, hier, guck einer an. Da ist schon einer. Ach, ist das süß. Wo hab ich denn denn? Zack. So viel zu ihm. Ein Glibber. Ach ja, wieder. Ach, ist ja herrlich. Haben wir unser Mana wieder voll. Das ist ein Traum. So, weiter geht's. Nein, darauf nicht. Nein, nein, nein. Ja. Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen genauer ziehen. Achso, wer sich wundert, dass ich mittlerweile eine blaue Brustpanzerung habe. Ich habe die nur eingefärbt mit dem Färbemittel von unserem komischen Färber, die wir für besondere Pflanzen, sorry Goldfisch, bekommen haben. Ich glaube, ich möchte lieber wieder unter Tage hier. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, das ist ein bisschen sicherer. Die Bäume müssen auch noch weg. Die müssen. Also eigentlich muss ja alles weg. Eigentlich muss ja alles weg. Alles muss weg. Okay, gut. Alles klar. Machen wir aber dann später. Es soll eigentlich erstmal ein Bauplatz wieder reichen. Hoffe ich. Aber wir entfernen hier erstmal den ganzen Hintergrund. Möglichst nicht mit dem Zauberstab. Das wäre echt nicht so toll. Nicht so cool. Aber hey. Ich muss das ja auch erstmal alles lernen. Von daher, alles gut. Ob ich das nicht schon wüsste, weißt du? Ja, an dieser Stelle sollte ich vielleicht einen Hinweis geben. Es könnte passieren, dass ich meinen ersten Livestream tatsächlich am 26. starte, und zwar auf Twitch. Und da werden wir mit der Gruppe etwas ganz, ganz Besonderes spielen, etwas Neues. Und das wird Generation Zero sein. Aber ich muss erst mal sehen, ob das auch alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Denn das braucht noch ein bisschen Vorarbeit. Damit auch alles schön ist, damit alles schön angenehm auch für euch anzusehen ist. Das dauert halt ein bisschen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ansonsten wird später ein Livestream bei Twitch auf jeden Fall, ich wollte gerade bei Steam sagen, so Quatsch, bei Twitch auf jeden Fall stattfinden. Da könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen. Ich werde dann auch die Streaming-Zeiten dann auch irgendwann eintragen. Erstmal werde ich so machen, dass ich euch die manuell bekannt gebe. Irgendwie, werden wir es schon hinkriegen. Bisher auf der Kanalbeschreibung. Da habe ich das schon angekündigt. Aber auch nur mit einem vielleicht, weil ich noch nicht genau weiß, ob das wirklich alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So. Aber schauen wir mal. Danke für die Fackel. Rückwände haben wir noch, weiß ich es gerade nicht, kann ich gerade nicht sehen. Die sind alle in unserem Rucksack. Ist doch nicht schlimm, alles gut. Ja, und Echo wird im April starten, die neue Staffel. Das Update 9.0 wird wahrscheinlich bis dahin noch nicht veröffentlicht sein, aber mit dem 8er sind wir schon ganz schön, glaube ich, schon ganz schön ausgelastet vorläufig. Es sind neue Funktionen drin und da müssen wir auch erstmal mit klarkommen, mit dem ganzen Abwassersystem, wie das alles dann zusammengebaut wird. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Und vor allem auch auf die neue Grafik. Da bin ich auch mächtig gespannt. Ja, Echo, ich freue mich riesig drauf. Ich habe das so vermisst, deswegen wird die zweite Staffel auch so weit vorgezogen. Ich hatte sie ursprünglich erst im Juni geplant, frühestens im Mai, aber jetzt wird schon
April draus. Ich vermisse Echo. Ich vermisse wirklich das Echo. Und naja. Ist halt so. Echo ist irgendwie mein Steckenpferd. Ich weiß auch nicht. Ich liebe das Spiel einfach. So. Ah! Ein Regenmantel-Zombie. Schön, dass ihr auch mal wieder da seid. Träumchen. So, warum habe ich so viel Sonnenblumen oben in der Werkzeugleiste? Ich habe keine Ahnung. Graue Ziegelwand nehmen wir erstmal rein. So, jetzt geht's los. Jetzt bauen wir hier erstmal Ziegelwände. Nein, das waren... Ach, das sind die falschen. Ja gut, wir bauen also kein... Obwohl... Was habe ich da? Da habe ich auch diese komischen Müllwände. Alles klar. Ich weiß nicht, ich möchte dann doch hier eher diese normalen vielleicht haben. Diese hier, oder? Obwohl, es sieht schon recht verließig aus hier. Was macht ihr denn? Ach so, das war ein Goldfisch. Komm, wir nehmen die jetzt. Dann ist das okay. Denke ich, ah, falls aufgehört zu regnen, deswegen kommen jetzt die Zombies rausgeschissen. Das ist, naja, wieder typisch, weißt du? Gallert wie Sau, dann trauen sich die Müttis nicht raus hier und wenn es dann endlich wieder trocken ist, dann auf einmal kommen sie alle in Strömen. Den Sternen sammle ich mir gleich ein. So. Ja, ist vielleicht nicht so klug, was ich gerade mache, aber... Weil davon werden wir wahrscheinlich wieder einen Teil wieder abbauen. Ja. Sobald wir dort die Rückwände entfernen. So. Dann haben wir hier auch schon alles einigermaßen dicht. Hier mache ich nur dicht, damit hier keine Zombies drin spawnen. Dafür brauche ich natürlich auch noch Fackeln. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich notwendig dafür ist, hier Fackeln reinzusetzen, damit hier nichts spawnt. Aber eigentlich ist das, glaube ich, nur sind die Rückwände dafür nur zuständig. Ja. Alles klar. So, Fuckeln. Wo haben wir denn Fuckeln hier? Fuckeln haben wir doch bestimmt irgendwo. Ach, hier, der Enterhaken, den kann ich auch zurück in die Kiste schmeißen. Der ist eigentlich nur dafür sinnvoll, wenn man schnell genug ihn ergreifen kann, um sich vor einem Absturz zu sichern. Ansonsten, ich kann damit keine Viecher greifen. Ich weiß nicht, was da los ist. Gut, 8. Dahin. Nein, das war einer zu viel. Danke. Sollte vielleicht ein bisschen weiter auseinanderziehen, die Fackeln. So, komm, das sollte reichen. Wo kommen wir hier jetzt hin? Ja, wo kommen wir denn da hin? Hier hin. Hier könnte man eigentlich dann auch diesen Silore auch hinbauen. Die wollte ich ursprünglich, wo wollte ich sie ursprünglich hinsetzen? Genau, eigentlich hier drunter. Weil hier wird ja gerade bewohnt und hier, ich weiß nicht, ob ich sie hier wirklich hinbauen sollte, das halte ich für wenig sinnvoll. Ja, ich weiß nicht. Zumal hier ist ja einfach nur Ausgang. Na komm her, du allsehendes Auge. Ciao. Dankeschön. So, jetzt geht's wieder runter. Dann schauen wir mal weiter. Ja. Also es ist dann doch einiges am Bauplatz. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir brauchen ja natürlich auch noch hier noch eine Wand und da auch. Tralala. Null. So. Genau. Und jetzt brauchen wir hier auch noch den Boden. Wir wollen ja auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Hier kommen sie wieder, Volksvertreter hier. Furchtbar. Ja, naja. Ich bin mal gespannt, wie das mit Artikel 13 noch so schön weiterlaufen wird. Ich habe den Stream von Solmepic gestern, also in diesem Sinne, wenn die Folge erscheint, vorgestern, leider nicht gesehen. Muss ich mir noch angucken. Werde ich mir auch noch angucken. Ich bin echt gespannt. Naja, unsere Politiker. Naja, die keine Ahnung von irgendwas haben.
Außer von ihren eigenen Interessen natürlich. So. Moment. Hier erstmal noch eine Rückwand hin. Nicht, dass die nämlich hier durch den Schlitz hier durchspawnen. Das wäre auch nicht so cool. So. Die komischen Volksvertreter. So, jetzt wollen wir hier noch. Komme ich da dran? Wäre toll. Ja, sehr schön. So, ich hoffe, das wird auch reichen. Aber es wird ja tatsächlich nur ein Zugangskeller sein. So. Haben wir das. Diese Fackel, die muss hier weg. Dafür kommt sie hier hin. Und hier kommt eine Tür rein. Türen haben wir noch am Start. Ich weiß auch nicht, warum ich die nicht vorhin schon reingesetzt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin halt manchmal ein bisschen unkoordiniert, aber das kennt ihr ja mittlerweile aus Eco. Und trotzdem wird alles toll und schön und schick und alles geil. So, jetzt geht's weiter. Wollen wir uns mal um die Zombies kümmern? Wäre bestimmt eine gute Idee. Ach nee, Moment. Erstmal den Stern da oben aufsammeln. Hör zu. Kommen sie wieder alle angeschissen, weißt du? Raus hier. Raus. Okay, das ging schnell. Ja, gut. Also das Platinbreitschwert ist schon ziemlich cool. Wolframhammer. Fromm. Ein frommer Hammer. Ja, cool. Sehr gut. Aber ich würde jetzt eigentlich lieber oberirdisch wieder weiterbauen wollen. Wenn es mir denn vergönnt ist. Soll ich hier so ein großes Wohnheim erstmal hinbauen? Oder erstmal sowas Kleines, sowas Hutzeliges, wie wir da drüben stehen haben? Ist ja auch ganz schick eigentlich. Ich glaube, ich baue noch etwas Kleines. Und dann bauen wir was Großes. Fünf. Sechs. Sechs hoch können wir springen, das ist gut. Oh, nee, Moment. Das können wir innen tatsächlich mit diesen anderen Blöcken noch weitermachen. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alles da, 13. Diese Butze möchte ich aber tatsächlich etwas breiter bauen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich breiter wird. Ich glaube aber schon, insgesamt gesehen. Oh, schade. Warum? Weil da wahrscheinlich keine Erde ist, wahrscheinlich, ne? Bestimmt. So. So, kann hier eigentlich auch gleich eine Tür rein. Auf der anderen Seite habe ich... Habe ich jetzt keine Tür gemacht, weil... weiß ich nicht, warum. Ich habe übrigens... ich weiß auch nicht, ob ich das in der Aufnahme gemacht habe. Ich habe in meinem Gebäude da drüben habe ich Metalltüren eingebaut, beziehungsweise so Stahlsicherheitstüren, diese Dinger hier. Wollte ich jetzt eigentlich auch noch zwei noch machen. Hier, das ist bloß das ist quasi der Treffpunkt Charlie hier, mehr ist das nicht. So, komm, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Eisen. Komm, wir nehmen gleich mal diese Barren, dann passt das. Türen wollte ich machen, Türen. Moment, hier, das Herstellungsmenü. Menü. Türen. Tür. Keine Tür. Holztür wollte ich aber nicht haben. Ich wollte eher eine Metalltür haben. Die ist oben am Amboss. Bestimmt. Herstellen. Hier ist sie. Eisen. Zwei Türen. Zwei reichen erstmal, bis das Gebäude fertig ist. Das passt schon. Schwere Werkbank haben wir ja hier auch schon drin. Es würde mich interessieren, ob diese komischen Regale hier auch was bringen. Sperrregal wohl nicht, aber hier Schwertregal auch nicht. Wo war es denn? Hier Schmiederegal und Zimmermannsregal. Ob das irgendwie was bringt, dass andere Leute bei uns einziehen, also neue Studenten zu uns kommen in unsere Uni. Das würde mich mal interessieren. Naja, gucken wir mal. So, hier kommt jetzt die Tür rein. Zack. Jawohl. Die kann da raus. Kommt die neue rein. Zack. Passt.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt kommt die Rückwand hier rein. Und, achso, hier muss auch noch überall drauf rein. Eieiei. Das habe ich natürlich völlig verpennt. Ja, das war jetzt mächtig klug. Danke. So, jetzt geht's weiter. Gut. Wir machen das mal so hoch, wie wir kommen. Dann machen wir hier wieder so ein schönes Regalding zwischen. So ein komischer Treppen. So ein Treppenaufstieg. Und dann passt das. Obwohl, hier könnten wir eigentlich auch zwei Etagen draus machen. Dann kommen hier zwei Studenten vielleicht noch rein. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Bisher sind unsere Ausstattungsmöglichkeiten noch ein bisschen begrenzt. Leider. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So. Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich weiß nicht. Das könnte hier richtig sein. Das ist sogar richtig. So, dahin, dahin. So, so. Und dann passt das. Haben wir noch hier? Oh ja, haben wir noch Holzklappen. Ah, ein Träumchen, ein Träumchen. Ein Wunderbäumchen. Komm, die kommen hier zwischen. Ist ein bisschen platzsparender als so eine alte Treppe. Aber Moment, man kann die ja angeblich, kann man die auch noch hindengeln. Das wäre jetzt falsch. Man kann die angeblich noch hindengeln, dass es aussieht wie eine Treppe. Oder? Ich versuch's mal. Ja, komm, jetzt versuchen wir nochmal schnell. Ach, hier. Cool. Das ist jetzt eine Treppe. Das ist keine richtige Treppe. Auch nicht. Das ist jetzt eine Treppe. Okay, ja, cool. Geil. Dann nehmen wir lieber das. So. Noch eine Holzklappe hin. Und dann noch ein Hammer. Und so passt das. Ach ja, doch, das ist schön. Das ist sehr schön. So, nochmal hier noch zumachen. Und hier. Ich weiß nicht, kann man hier noch. Nein, sollte man nicht. Ja, es braucht natürlich ein bisschen mehr Platz. Aber gut. Ist ja auch nicht schlimm. So, dann machen wir in der nächsten Folge mal weiter hier mit dem Obergeschoss. Und das wird auch schon ganz schick werden. Dann machen wir dann noch das Dach, wenn und wann wir es schaffen. Dann müssen wir auch noch Ziegel erst noch herstellen. Ich weiß nicht, ob wir genug Lehm gerade am Start haben. Ich glaube fast nicht. Muss ich mal gucken. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also erstmal bis zur nächsten Folge Terraria. Hier, wo endlich der Regen aufgehört hat. Also, tschüss.